Hi, ich bin's Julian und das ist Part 2 des Stun Gun Tutorials. Letztes Mal habe ich euch erklärt, was wir in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten bauen werden. Das ist die 100 kV Stun Gun. Nun, jetzt geht es weiter mit dem Preis, wie man es baut und wo kriegt man die Materialien her. Okay, auf jeden Fall kommen wir erstmal zum Preis. Eine originale Stun Gun aus Amerika mit etwa 200 kV kostet $100. Das sind in Deutschland etwa 70 Euro. Nun, das ist eigentlich eine Menge Geld und wenn ihr das übers Internet kauft oder bestellt, müsst ihr einen Altersnachweis haben. Gut, ich bin mir sicher, viele von euch sind bestimmt 18, aber einige nicht. Und eine Stun Gun ist auch sehr gefährlich, also kann ich das auch gut verstehen. Diese hier hat allerdings nur 100 kV, also ist es nicht ganz so gefährlich. Nun. Von diesen 50 Euro ist unglaublicherweise das teuerste ein Stück Papier. 0,05 mm. Es ist spezielles Papier, was Blitze abhält. Strom kann er nicht durch, es ist ein Nullleiter. Das heißt, es leitet eigentlich überhaupt gar keinen Strom, es ist noch besser als Gummi. Weil Gummi kann ein Blitz locker durch. Tja, und jetzt wird es auch für uns brauchbar. Nun, wozu brauchen wir eigentlich dieses Nomex-Papier? Eine Stun Gun funktioniert folgendermaßen. Es gibt eine 9-Volt-Batterie, die Leistung wird dann auf 2000 Volt hochgeschraubt und dann kommt die letzte Spule und die nennen wir T2. Das heißt, die macht aus 2000 Volt 200 bzw. 100 kV. Und da Blitze einfach nur durch Gummi durchschießen können, braucht man was, was es abhält, weil sonst würde das Teil überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Also nehmen wir Nomex-Papier, wickeln es drumherum und schon können die Blitze nicht mehr durch. Das heißt, wir haben eine funktionierende Spule, daraus schließt sich dann die Stun Gun. So, jetzt zeige ich euch noch einmal das ganze Ding fertig mit den einzelnen Teilen. Das ist es. Klar haben sie in Wirklichkeit eine andere Größe, aber so wird es später aufgebaut. Jetzt geht's zum Material, das heißt, ich gehe jetzt erstmal schlafen und dann gehen wir morgen shoppen. Guten Morgen, wir sind hier gerade in Berlin-Schöneberg und ich habe gestern noch was Kleines vorbereitet für euch. Das ist die kleine Einkaufsliste, die findet ihr in der Beschreibung. Ja, gleich gehen wir rein und kaufen Materialien. Das ist nochmal unser Einkauf. Also, zuerst habe ich hier einen kleinen Schalter gekauft, wie man das hier sehen kann. Hier habe ich nochmal Leistungstransistoren, das heißt die regeln und verstärken den Strom unterschiedlich. Nächstes habe ich dann natürlich was für die Spule gekauft. Das ist hier einmal der Kupferbackdraht und der ist sozusagen für die letzte Spule nochmal da. Der ist wirklich sehr dünn, kostet nur 2 Euro und ja, er ist 0,05 mm dünn und ist aber auch 1500 Meter lang, das heißt 1 Kilometer, das ist schon absolut krank. Dann habe ich hier nochmal ein dickeres Kabel gekauft, das ist für die erste Spule, das ist 1 mm dick, auch Kupferlackdraht und aber dafür auch nur 6 Meter. Und als letztes habe ich euch nochmal die einzelnen Teile mitgebracht, wie ihr hier seht. Das sind sozusagen die wichtigsten Teile nochmal. Ich pack mal aus. Eine ganze Menge Teile.
sehr viele kleine Teile. Auf jeden Fall, das sind Dioden. Ein Widerstand. Ein 0,22 Farad Kondensator. Der hat mächtig Power. Und dann haben wir nochmal einen 0,1 Farad. Ein Verstellwiderstand. Noch ein Widerstand. Ein Widerstand. Eine Doppeldiode, die man eigentlich Duke nennt. Und ein ganz kleiner Transistor. Das heißt, der macht eigentlich genau die gleiche Arbeit wie das hier. So, jetzt haben wir alles. Jetzt fehlt uns nur noch das Ferrite und das Armit Nomex Papier. Aber das bestellen wir natürlich im Internet. Ich warte jetzt auf meine Bestellung, dann geht's weiter.